Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil. Ja, wir sind jetzt hier angelangt und diejenigen von euch, die das Spiel schon gespielt haben, wissen, was hier auf uns zukommt. Ja, wir werden hier wieder einen Bosskampf haben. Und ja, ihr seht richtig, die Schlange ist wieder da. Doch dieses Mal müssen wir sie besiegen. Und zwar endgültig. Ja, man kämpft immer zweimal gegen die Schlange. Und ich versuche natürlich so gut wie möglich, aua, auch auszuweichen. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihr immer auf den Kopf schießen soll. Wahrscheinlich schon, sage ich jetzt einfach mal. Aua. Okay, ich bin schon auf Gefahr. Gott sei Dank habe ich nachgeschaut. Und wir haben auch fast keine Heilung mehr. Verdammter Shit. Egal, wir verbrauchen die ganze Schrumpfmoni. Dafür haben wir sie ja, ne? Jawohl. Stirbst du vielleicht mal? Okay, jetzt müssen wir zur Bazooka wechseln. Hilft nichts. So. Ich hoffe, dass gegen die Schlange die normale Granatwerfermoni ausreicht. Jawohl, sie ist besiegt, Leute. Ja, sie wird lila und stirbt. Soll ich was ablegen? Nee, wir gucken zuerst einmal nach, ob da. Nee, wisst ihr was? Ich gehe auf Nummer sicher, Leute. Sorry, dass ich das nochmal machen muss, aber ich gehe nochmal zurück, hole mir nochmal Heilung. Also ich heile mich selber, nehme ein bisschen Heilung mit und lege gleich mal die Pumpgun ab. Ich bin mir zwar jetzt nicht sicher, ob wir Muni bekommen, aber mit einem einzigen Schuss war die Schlange jetzt tot. Man kann es auch mit der Pistole schaffen. Ich habe es nämlich damals mit der Pistole geschafft, weil ich fast keine Muni mehr hatte. Allerdings braucht man da schon mindestens 25 bis 30 Schuss. Man muss immer auf den Kopf zielen. Also wenn ihr quasi auf dem Schweif zum Beispiel schießt, das hat nicht so viel Effekt wie auf den Kopf, ist logisch. Ein Zombie stirbt ja auch schneller, wenn ihr ihm den Kopf einschießt, bevor er auf die Hand schießt, ne? Ja, die Schlange ist jetzt Geschichte. Und das gleich in den ersten 2 Minuten. Geiler Shit. Ja, ich bekomme bei Bosskämpfen, egal welcher Art, ich bekomme immer ein bisschen Panik. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Gerade bei solchen Spielen ist es immer wieder krass. So. Ich fand aber die Schlange im Remake einfach viel genialer. Da war sie einfach ein bisschen, blöd gesagt, gefährlicher. So. Habe ich hier noch andere Heilungsgegenstände? Ja gut, wir haben so viele verdammte, wir haben so viele. Ja gut, ich lasse jetzt einfach mal ganz blöd gesagt, ich lasse jetzt mal einfach die Schrumpfflinte drinnen, weil das kann ja sein, dass wir jetzt Munition für die Pumpgun finden, ne? Warum ich mich jetzt noch nicht heile, ist, falls jetzt Hunter auftauchen, heile ich mich direkt. Falls keine auftauchen und nur Zombies da sind, weil die kann ich ja, die machen mir nicht so viel Schaden, für den Fall, dass mich die erwischen können, ne? Und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich mich da geirrt habe mit dem Director's Cut. Beim Spielmenü, ihr habt ja selber gesehen, da stand nämlich Director's Cut. Und dass das aber der Advanced-Modus sein muss, das wusste ich selber nicht. Aber egal, wir machen es dann mit Chris später nochmal und fertig. Mit Chris ist es eh viel cooler, weil da ist es viel mehr Herausforderung als wie mit Jill. Mit Jill muss man ja sagen, ist es ein schneller Run. Weil mit Jill ist es ja keine Herausforderung mehr. Muss man einfach mal der Wahrheit getreu sagen. So. Ja, wie gesagt, ich werde das Spiel jetzt wahrscheinlich sogar durchziehen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie weit, aber ich sage jetzt mal mindestens wieder 3, 4 Parts. So. Ja, sie hat ein Loch reingeschlagen und da können wir runter. It's too dark to see anything. Jill, have you found anything interesting? Yes, but I can't see very well. How about going down to check by yourself? I have a rope here. Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Wait. Hey, what's going on? Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. I'll go and get another rope.
Barry? Barry? Okay, Barry hat uns jetzt wieder mal geholfen, aber er hat das Seil fallen lassen, so wie es aussieht. There is a switch below. Ja, den pushen wir mal. Ein Grab öffnet sich. Hat uns Barry wieder mal verarscht? Warum lässt er das Seil einfach fallen? Das ist doch unrealistisch. Warum sollte er das machen? Ja, wir gehen runter. Blöde Frage, ey. Ja, ab und zu haben sie wirklich blöde Fragen. Muss man einfach mal der Gerechtigkeit halber sagen. Und Barry sucht jetzt nach einem weiteren Seil. Will er auch nach unten kommen, oder was? Ah, ein Zombie. Jawohl, das war jetzt nur ein Probeschuss. Da ist auch ein Zombie. Jawohl, den hat's komplett den Oberkörper weggefetzt. Geiler Scheiß. Ah, Pumpgun Money, jawohl. Ich wusste ja, dass wir hier, also was heißt wusste. Ich dachte mir schon, dass wir was finden, weil im Remake findet man da auch immer was. So. Da wechseln wir gleich mal zur Pumpgun, weil den Granatwerfer benutze ich wirklich nur dann, wenn es unbedingt sein muss, weil der ist, ich sag jetzt mal, nach der Magnum die stärkste Knarre. Ach, den Kopf haben wir ihm auch weggebämst. Okay, nur zwei Zombies? Das kommt mir etwas komisch vor, weil normalerweise wären hier mindestens 4-5 Zombies. Aber egal, macht ja nichts. Okay, ich hab was gehört. Ach, das sind auch nur Zombies. Ach, treffe ich die gar nicht. Jetzt habe ich sie getroffen. Ja, jetzt bist du tot. Jetzt habe ich alles verbraten. Naja, fast alles. Und hier sind sogar zwei grüne einzelne Kräuter. Geiler Shit, was haben die da gefressen? Lag da ein Toter oder so? So, mit dem Kraut heile ich mich gleich mal, damit wir das andere Zeug nicht benutzen müssen. Jawohl, aber wir haben noch immer eine gelbe Linie. Das heißt, wir sind noch nicht hundertprozentig aufgeheilt. Und da wir sowieso so viele Kräuter haben, benutze ich das gleich mal. Und laden auch gleich mal die Granaten nach. So, jetzt sind wir komplett geheilt. So. Wieder eine Tür. Also man muss schon sagen, zwischen Resident Evil 1 und Resident Evil 2 ist auch ein beachtlicher Grafikunterschied. Ich meine, vielleicht erkennt man das jetzt nicht so, aber ich glaube schon, dass es da auch beträchtliche Unterschiede gibt mit der Grafik. Ah, da liegt auch einer. Ja, den kann man abballern. Jetzt ist er tot. Und hier können wir den Lift holen. Ja, also den Lift holen. Im Remake muss man den Lift erst aktivieren im Keller. Hier kann man scheinbar gleich mal nach unten fahren. Ja, ist auch okay. Ich finde diese Aufzugsequenzen immer relativ cool. Auch wenn sie langweilig gemacht sind. Ah, ein Zombie. Hey Kumpel, was geht? Jawohl, den Kopf weggebämst. Okay, normalerweise... Ah, hier liegt ein... Ja, ich wollte es nämlich gerade sagen. Normalerweise liegt hier mindestens ein Kraut. Und wir haben keine Schrotmoni mehr. Macht aber nichts. Wir haben ja die Granati. Und da ich sowieso alle Munis verschwenden will, bis dass wir das Spiel durchgespielt haben, passt das schon. Und ich frage mich wirklich, ob Barry absichtlich das Seil hat fallen lassen. Jawohl, den ganzen Oberkörper weggefetzt. Ja, die Explosionsgranaten sind scheinbar wirklich sehr, sehr stark. Verpiss dich auch mal. Jawohl. Tot. Sehr gut. So. Was finden wir hier? Ah, wieder Granatwerfer-Muni. Als ob ich nicht genug hätte. Ja, vielleicht habe ich wirklich den falschen Schwierigkeitsgrad genommen, weil das ist wirklich eindeutig zu einfach. Das werde ich bei Chris definitiv anders machen, weil das ist einfach keine Herausforderung. Ich meine, ja, die Hunter haben uns schon mal gekillt, aber es war trotzdem, um es mal in meinen Worten auszudrücken, viel zu einfach bisher. A battery. Now I can move the elevator in the country yard. Ja, genau. Da, wo wir quasi die Hunde getroffen haben, das zweite oder dritte Mal, auf dem Weg zum anderen Anwesen.
Dort befindet sich ein Schalter, da können wir die Batterie einfügen. Und dann kommen wir, ich weiß jetzt nicht genau wohin, aber irgendwo kommen wir auf alle Fälle hin. Aber ich will die Tür noch einmal inspizieren, wo wir waren. Hier, genau. Weil hier müsste auch was sein. Was jetzt weiß ich nicht genau, aber schauen wir mal. Ah, ein Zombie. Ja, stirb einfach. So. Ja, laden wir gleich mal nach, das Teil. Da ist sicher noch einer, oder? Ja. Von hinten. Jawohl, von hinten weggefetzt. Mann, bin ich böse. Was ist das? Scrapbook. Raccoon Tile. Ah, gut, das könnt ihr selber lesen, Leute. Ihr wisst, warum ich es nicht vorlese. Nicht, dass ich kein Englisch könnte, aber ich bin ehrlich gesagt schlampig im Englisch lesen. Und so hochinteressant ist das Zeug auch nicht. Drückt einfach auf Pause, wenn ihr es wirklich lesen wollt. Moment, muss ich das Ding jetzt so wegschieben oder andersrum? Ja. Aber da ist doch nichts. Oder habe ich was falsch gemacht? Ach, da ist auch eine Tür. Okay. Dann gehen wir da auch nochmal durch. Das kenne ich ehrlich gesagt nicht mehr. Da ist doch was. Der ist ein Switch. Ach so, das hat keine Wirkung. Das muss ich irgendwo hinschieben. Ja, definitiv. Jetzt muss ich ganz kurz schauen. Moment. Moment mal. Nicht, dass ich jetzt irgendwelche Scheiße baue, die wir hier nicht brauchen. Aber das Regal hier sieht aus, als würde man es bewegen können. Wartet mal, Leute, ich gehe mal eben zurück. Ich glaube nämlich, dass wir den anderen Schrank, den ich vorher verschoben habe, anders verschieben muss. Sehen wir eh gleich. Ja, genau, den Schrank meine ich. Ja, genau, es ist eine Tür. Was ändert diese Tür jetzt? Ich glaube aber, dass die andere Tür da hinten optional ist. Okay, ich weiß. I can look over the cartridge from there. It's a helicopter port. If I could contact the other members from there. Mhm, was heißt das? Ink Ribbon brauche ich nicht. Nee. Auf das Farbpad scheiße ich jetzt, weil so gesehen haben wir eh genug. Liegt da noch was drinnen? Okay, nein, Pistole Munition brauche ich auch keine mehr, weil ich sag ehrlich, wie es ist, wir haben so viele Munitionen. Nee, da scheiße ich jetzt drauf. Das ist eine optionale Tür, soweit ich jetzt mitgekriegt habe. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich diese Statue hin verschieben? Naja, wir werden es gleich herausfinden. Ja, falls ich ein bisschen demotiviert liege, ich bin nicht so ganz gesund. Ja, ich habe seit ein paar Tagen extremen Schnupfen und so. Oder zumindest. Wo muss ich diese gottverdammte Statue hinschieben? Normalerweise müsste es hier eine Markierung geben, wo die hingehört, ne? Wisst ihr was? Ich schieb die jetzt einfach mal nach vorne. Weil anders geht's eh nicht.
sterbe normalerweise hier in die Ecke. Also da quasi. Ach, das geht gar nicht. Most of them are... Ja, das habe ich eh schon gelesen. Weil dann öffnet sich nämlich dieses dieses Ding da hinten. Und ich weiß jetzt auf die Schnelle nicht genau, was dahinter steckt. Ja, das kotzt mich jetzt ein bisschen an, Leute. Ich würde sagen, ich schaue mir das Rätsel nochmal an. Bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part zu Resident Evil. Bis dahin, macht's gut, Leute.